Danke. Ihr müsst mich mitnehmen, wenn wir gegen die Hexe kämpfen. Nein, will ich nicht. Ich werde mich rächen, das werde ich ganz bestimmt. Warte. Müssen wir denn kämpfen? Gibt es keine Alternative? Eine Lösung, wobei niemand verletzt wird? Hey, hey, hey! Jetzt ist es eh schon zu spät. Vielleicht weiß ein Wissenschaftler eine friedliche Lösung. Und was dann? Wenn es eine andere Lösung gäbe, hätte jemand sich schon umgesetzt. Aber niemand tut etwas. Die Leute reden und tun so, als würden sie nachdenken. Gerade solche Leute meckern nur herum, sind sich aber zu schade, etwas selbst zu tun. Was willst du überhaupt, Renoir? Tun, habe ich gedacht, steht da noch. Was erwartest du denn von mir? Ich bin im Garten aufgewachsen. Ich bin ein Seed. Ist dir das eigentlich klar? Squall? Wenn du was zu sagen hast, sag's bitte laut. Du warst auch in der Widerstandsbewegung. Du hast gehandelt, anstatt nur zu meckern. Du hast mitgekämpft. Warum sagst du dann plötzlich sowas? Achso. Ah, da soll ein Name stehen, sonst bin ich verwirrt. Ich bin ängstlich geworden. Wenn ich mit euch zusammen bin, fühle ich manchmal, dass wir alle auf einer Wellenlänge sind. Aber wenn der Kampf beginnt, komme ich nicht mehr mit. Ich versuche euch einzuholen, aber ihr seid ganz weit weg. Wohin geht ihr? Lasst mich nicht allein. Dann frage ich mich, ob ihr mich noch hört, ob ihr mich noch akzeptiert. Ob ihr noch am Leben seid. Ob wir wieder zusammen sein können. Wenn ich daran denke. Ich kann nicht verstehen, Renoir. Vielleicht bleibt einer von uns auf der Strecke. Vielleicht geht jemand von uns, den du liebst. Es ist nicht einfach, in ständiger Angst zu leben. Und deswegen kämpfe ich. Als ich klein war, ich glaube 4 Jahre oder so, lebte ich in einem Waisenhaus. Nicht schlecht. Da waren wirklich viele Kinder, die alle keine Eltern hatten. Es war alles wegen des Krieges. Viele Kinder wurden zu Waisen. Naja, auf jeden Fall war ich in einem Waisenhaus. Da war ein Mädchen, das mir besonders wichtig war. Irby, lass uns spielen! Ich mochte sie und hatte mich immer darauf gefreut, von ihr angeredet zu werden. Was spielen wir denn, Selfie? Selfie? Ich kann kein Eldor sprechen. Wir spielen Krieg! Na? Na? Habt ihr schon ein bisschen hier was mitbekommen? Selfie und Irby im gleichen Waisenhaus? Ja, 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 ja. Dieses Waisenhaus, ist es ein Haus aus Steinen? Nein, es ist aus Plastik. Genau. Ein altes steinernes Haus am Meer? Genau. Ich wusste es sofort, als ich euch im Galbadia Garden sah. Warum hast du nichts gesagt? Genau, warum? Irgendwie hattet ihr das vergessen. Es war mir peinlich, dass nur ich mich daran erinnerte. Die muntere Selfie und die stolze Quisti, Selfie. Ich kann wirklich kein Elo sprechen. Das ist ja verrückt. Hm? Weißt du noch von unserem Feuerwerk? Achso, ich dachte, das Kind hat's gesagt. Das war... Hierher, hier. Wer spricht denn jetzt, Kinder oder nicht? Dann soll da Kleindings stehen oder so. Also, wie man sieht, auf jeden Fall, Irvine, Selfie, Quizzes und Xell kannten sich schon seit der Kindheit. Nur keiner konnte sich so richtig daran erinnern, außer der Irvine. Darf ich mich frei bewegen, oder? Nö. Doch! Hey, guck mal an. Ja, und auf jeden Fall ist es ganz interessant, dass sie sich jetzt in Anführungsstrichen zufällig wieder getroffen haben. Ach, guck mal, wer der ist. LL, wo bist du? Ich guck mich mal hier ein bisschen um. Okay, da darf ich nicht rein. Alles klar, ich hab verstanden. Aber ich kann nicht rennen, oh mein Gott. Alles hier vermoost. Aber das ist eigentlich der perfekte Moment, um Bier zu trinken.
Ey, sogar in meiner Erinnerung kriege ich noch Geld. Wie geil ist das denn? Mama, Elle ist nicht da. Wo ist sie? Zu, okay. Ich weiß gar nicht, kann ich hier so Items holen, so in der Erinnerungsphase? Ich weiß es nicht. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Okay, alles klar. So, dann gehen wir mal zum Firework. Fireworks. Wo bist du denn? Magst du mich nicht mehr? Es ist beschämend. Vielleicht könnt ihr euch noch an die letzte Aufnahme erinnern, da bin ich auch ein bisschen rumgeheizt mit meinem Garten. Und dahin war ja auch so ein Leuchtturm, ne? Und als wir hier in der Nähe waren, in der Nähe des Leuchtturms auf der Weltkarte, hat Squall schon gesagt, irgendwoher kenne ich diesen Ort. Und irgendwie sowas in der Art, hat er ja gesagt. So. Din, din. So, drei kleine weiße T-Shirts hingen an der Wäscheleine. War wohl lieber zu faul zum Abhängen. Wo bin ich da? Ah, oh, ich darf wieder laufen. Dankeschön. Sah es nicht so aus? Stimmt! Das Meer, der Leuchtturm. Das Feuerwerk. Hey! Achso, hey! Jetzt sind wir die Kinder, toll. Kinder dürfen nicht mit Feuer spielen. Ich sag das Mama. Hasenfuß, geh doch zu Mama. Ich war doch auch da, richtig? Achso, wir haben beide nachher Ärger bekommen. Was ist denn mit meinen Eltern in Ballamp? Adoptiveltern zum Beispiel. Das Ehepaar Dinscht hat also Xell aufgenommen. Es war bestimmt so... Ich war hier... Ich bin total verwirrt. Aua, Mama, aua! Damals schon im Muskelshirt. Hasenfuß, Hasenfuß! Wer ist das? Hasenfuß! Seif hat mich geschlagen. Oh! Achso, Cypher, er war mein Erzfeind. Er war also auch da. Ja, und noch einer mehr. Guck mal einen an. Na? Mal eben kurz zu der Erinnerung gesagt. Na, alles für den Schritt. Hallo. Cypher, er war immer Cypher. Xell hat immer geheult und rumgeschrien. Irvine, ich kann mich an ihn nicht erinnern. Quistis mochte ich nicht so sehr. Selfie lief die ganze Zeit herum. Tja, soziale Problematik, würde ich sagen. Keine Social Skills. Cypher war auch da. Außer Renoir waren alle da. Das bedeutet doch... Ja. Ich war auch da. Das heißt, alle kannten sich seit ihrer Kindheit. Alle sind im Waisenhaus groß geworden, aber irgendwie... Ja, okay, wahrscheinlich ist der Großteil einfach zum Garten gekommen, so wie es aussieht. Ich... Elle. Ich habe immer auf Elle gewartet. Ich bin alleine. Ich werde mich bemühen. Ich schaffe es auch ohne dich. Ich werde alles alleine schaffen. Ich habe es nicht geschafft. Elione? Elione ist Elle. Sie war älter als wir und wurde von uns Elle genannt. Wer hätte das gedacht? Quistis, Xell, Selfie, Irvine, Cypher, Elione und ich. Ja, genau. Irgendwie waren wir alle in diesem Waisenhaus.
Elle ist also Elione? Sie kann zu Laguna führen, nicht wahr? Sie wollte die Vergangenheit verändern, ich weiß aber nicht warum. Es gibt nur einen einzigen Grund dafür. Sie ist einfach nicht glücklich. Wenn das so ist, müssen wir ihr helfen. Wir sind alle Kumpels aus diesem Heim und halten zusammen. Du hattest es doch bis vorhin komplett vergessen. Tja, genau wie du, Selfie. Ah, ich darf mich bewegen. Es ist doch beängstigend, was man alles vergisst. Vielleicht sollte man das auch vergessen. Hm, die im Ballam sind also nicht meine wirklichen Eltern. Aber deine Mutter hat deine Karte gehabt, hallo? Wo war das Waisenhaus überhaupt? Es war also Elione. Wir mochten Elione, aber Squall wollte sie für sich allein haben. Dass du dich daran erinnerst. Eigenartig. Ich schätze, mich wollte niemand wegen meiner ganzen Art. Cypher ging es vermutlich genauso. Wir mussten seit dem 5. Lebensjahr im Garten gewesen sein. Müssten. Ja, man muss aber bedenken... Okay, ich lese es mal weiter vor. Aber noch nie hat jemand ein Wort über das Waisenhaus verloren. Ich habe mich nicht einmal daran gedacht, obwohl ich ihn täglich gesehen habe. Da stimmt doch was nicht. Eben. Na Moment, wobei... Xell, Quistis und Squall waren alle im Ballam Garden. Die Selfie war im Traviergarten, was mich jetzt ein bisschen verwirrt, dass sie sich nicht mehr daran erinnert. Und der Urban war halt in Galbadia. Es ist dann halt noch was anderes. Ich dachte vielleicht, das wäre gartenabhängig. Aber wir werden auf dem Geheimnis noch auf die Schliche kommen. Keine Sorge. Und keiner verrät das. Sind, hör auf zu stippen. Okay? Da hast du absolut recht. Ich hatte nur wunderschöne Erlebnisse in Travia. Es war so schön, dass ich meine Kindheit vergessen hatte. Aber bei euch stimmt wirklich was nicht. Okay, vielleicht ist das die Erklärung. Ich kann mich noch erinnern. Nein, ich habe mich jetzt daran erinnert. Ich hatte Probleme mit meinen Stiefeltern und kam mit 10 in den Garten. Da habe ich Squall und Cypher wiedergesehen. Ihr habt euch andauernd gestritten. Ja, genau. Quistis hat immer versucht, einen Streit zu schlichten. Ganz genau. Gehirnwäsche! Cypher wollte stets im Mittelpunkt stehen. Aber Squall hat ihn immer ignoriert. Es kam zu Streitigkeiten. Squall hat sich immer provozieren lassen. Ich habe ihm immer gesagt, dass er das nicht machen soll. Dann sagtest du, ich muss stark sein, damit Elle zurückkommt. Ich wollte immer so werden wie Elle. Ah, Entschuldigung. Aber es hat nicht geklappt. Genau, so war es. Ich musste immer an Squall denken, auch nachdem ich zum Ausbilder befördert wurde. Ich dachte, dass er meine große Liebe war. Als Ausbilder durfte ich das aber nicht zeigen. Jetzt begreife ich langsam. Das war so eine Art Geschwisterliebe. So war es also. Hast du noch was zu sagen? Keine echte Liebe. Naja, ich hatte ihn eh aufgegeben, als Renoir ins Spiel kam. Ja, man erinnert sich vielleicht noch, ne, an den Tanzabend. Hey! Das gilt bestimmt auch für Cypher. Auch er kann sich wahrscheinlich nicht mehr erinnern. Aber er spielt jedes Mal ein Kribbeln, wenn er Squall sieht. Deswegen hat er es also auf Squall abgesehen. Wie kann man das alles vergessen? Oh, wir kennen uns schon ewig und trotzdem, warum? Sah es nicht so aus? Die Nebenwirkungen der GF. Die GF verleihen uns Macht, aber die GF haben direkte Auswirkungen auf unsere Psyche. Und unsere Erinnerungen werden gefressen? Das ist doch Propaganda, die die GF-Gegner in die Welt setzen. Heißt es, dass wir durch die GF unser Gedächtnis verlieren? Sowas lässt doch unser Direktor niemals zu. Und warum hattet ihr alles vergessen und ich nicht? Wie kann sowas dann passieren? Ich hatte bis vor kurzem keine GF benutzt. Daher kann ich mich an das meiste erinnern. Was ist mit Selfie? Sie hat doch im Ballam Garden zum ersten Mal eine GF gekoppelt. Aber interessant, muss ich jetzt gerade mal sagen, wir haben doch auch erst zu Beginn des Spiels unsere ersten GF bekommen. Also Squall, Quetzalcoatl und Shiva. So, okay. Erstmal habe ich mit Xell. Bevor ich jetzt mit der Selfie rede. Ich finde das gerade super interessant, weil es jetzt gerade mal so ein bisschen Story ist. Ich kenne die Story noch nicht, ne? Ich kann es nur zum 40. Mal sagen. Zerfallen unsere Erinnerungen? Werden die GF deswegen anderswo nicht eingeführt? Uiuiui. Ich muss euch was gestehen. Als ich 12 war, hatte ich an einem Training teilgenommen. Und da habe ich ein Monster besiegt, das eine GF besaß. Ich habe sie schon damals benutzt, daher kenne ich das schon. Irgendwas ist komisch, ich kann mich nicht mehr an den Namen erinnern. Das Ganze ist also doch wegen der GF. Was machen wir jetzt? Nichts, es ist doch alles in Ordnung. Nichts ist in Ordnung! Aha, willst du jetzt ohne GF kämpfen?
Wir brauchen die GF unbedingt, ohne sie kommen wir nicht weiter. Ich sag mal, nicht um des Beschwörens wegen. War das Deutsch? Weiß ich nicht. Aber des Koppelns wegen. Auf jeden Fall. Aber auch ohne würden wir es wahrscheinlich irgendwie schaffen. Auch wenn wir dafür etwas opfern müssen, werde ich sie weiterverwenden. Wie wäre es, wenn wir ein Tagebuch führen würden? Dann können wir uns an alles Geschehene erinnern. Ist das wirklich okay? Ja, das ist okay. Ich muss mich nicht mehr daran erinnern, dass Cypher mich ständig geärgert hat. Außerdem brauche ich die Macht, um meine Eltern zu beschützen. Sie haben mich aufgenommen und erzogen. Könnt ihr euch an Mama erinnern? Sie trug immer schwarze Sachen. Also M. Mama, ihr schwarzes Kleid, es ist wie... Freundliches Gesicht, lange schwarze Haare. Ich wollte so werden wie sie. Ich dachte, wie Elione. Egal. Wenn ich an ihr Gesicht denke... Ja, sie ist wie... Mama ist wie... Ist wie... Nein, nein. Sie heißt Idea Kramer. Aha! Ahaha! Mama ist die Hexe Idea. Mama, Hexe Idea. Warum hat sie... Warum hat sie was? Warum sie die Raketen abgeschossen und Kriege geführt hat? Das können wir jetzt nicht herausfinden. Da hat er recht. Hört mal bitte her. Den Garten und die Seeds hat sie sich doch ausgedacht, nicht wahr? Ich bin zwar kein Seed, aber so viel habe ich begriffen. Seeds kämpfen gegen die Hexe. Irgendwas stimmt da nicht. Als Cypher mich folterte, fragte er, was die Seeds eigentlich sind. Unsere Mama müsste das doch eigentlich wissen. Aber die Hexe-Idee ist unsere Mama, so viel steht fest. Was geht hier ab? Eine wirklich interessante Frage. Ich bin selbst gespannt, wie es weitergeht hier. Hörst du mir zu, Squall? Also ich muss sagen, das ist jetzt bisher wirklich die interessanteste Stelle der zweiten CD. Ich wollte eines sagen, was jetzt halt einiges aufklärt. Ja. Ich kann verstehen, was Renoir gesagt hat. Aber trotzdem werde ich kämpfen. Ich will mein Leben nicht bereuen müssen. So denken auch die anderen, meine ich zumindest. Daher sollte uns bewusst sein, dass wir gegen Mama kämpfen. Man sagt doch, dass ein Mensch unbegrenzte Möglichkeiten hat. Aber ich glaube nicht daran. Ich hatte immer nur eine kleine Auswahl, manchmal überhaupt keine. Ich stehe jetzt hier, weil ich trotz allem immer meine Wahl getroffen habe. Daher haben meine Entscheidungen, die ich bisher getroffen habe, eine wichtige Bedeutung für mich. Klar, wir kämpfen gegen unsere geliebte Mama. Und wir könnten wegen der GF unsere Erinnerung verlieren. Aber ich sage, na und? Ich bin nicht aus purem Zufall hier. Ich stehe hier, weil ich mein Leben selbst bestimmt habe. Und dazu kommt, dass wir als Kinder alle zusammen waren. Wir könnten aus verschiedenen Gründen nicht zusammenbleiben. Weil wir damals noch Kinder waren, konnten wir nicht alleine leben. Es gab auch keine andere Wahl. Mehr als weinen konnten wir nicht. Aber... Vor die Braveheart-Ansprache hier, ey. Meine Fresse. Aber wir sind jetzt wieder zusammen. Neue Kameraden, Freunde sind hinzugekommen. Wir sind keine Kinder mehr, wir sind stark geworden. Weil wir nicht mehr wollen, dass wir auseinandergerissen werden. Deswegen werde ich kämpfen. Ich will so lange wie möglich mit euch zusammen sein. Das ist ja auch das Einzige, was ich tun kann. Ich auch, ich werde kämpfen, ich will mir nichts gefallen lassen. Scheiße. Selfie sagt Scheiße, oh mein Gott. Scheiße ist, dass wir gegen unsere Mama kämpfen müssen. Je nach Situation müssen sogar die Gartenschüler gegeneinander kämpfen. Renoir, das ist unsere Art und Weise, wie wir uns und unsere Freunde beschützen. Bleib bei uns, wenn du das akzeptieren kannst. Wir wollen alle, dass du bleibst. Schluck trinken. Ah. Hey, schaut mal! Ein Geschenk der Elfen. Ist so voll kalt in dem kleinen Röckchen da, aber tut anders. Das ist kein Schnee, das ist Anthrax. Lass uns doch zu Edias Waisenhaus. Wie es dort jetzt aussehen mag? Vielleicht erfahren wir dort etwas. Du meinst darüber, was mit unserer Mama passiert ist?
Die Ursache liegt doch in der Vergangenheit, oder? Die können wir aber nicht ändern. Egal, was der Grund dafür gewesen war, es ändert nichts an der Lage. Aber, ehrlich gesagt, will ich es auch sehen. Lasst uns jetzt Ideas Haus suchen. Ich wusste, dass die stehen bleibt. Ich wusste es. I knew it! Ihr seid alle zu stark. Stark, das stimmt nicht. Wenn wir über alles nachdenken, werden wir zu ängstlich. Ich glaube, dass sich jeder davor fürchtet. Vielleicht gibt es eine friedliche Lösung. Okay, ich würde sagen, wir nehmen einfach die gleiche Truppe wie zuvor. So, tauschen wir dann die Sachen direkt nochmal aus. Zack, okay. Muss vielleicht einfach ein Zelt, wenn wir draußen sind. Dann passt das. Oh, jetzt bin ich wieder auf der Weltkarte. Da wollte ich eigentlich noch gar nicht hin. Ich muss jetzt gerade leider nochmal zurück. Weil ich würde gerne jetzt gerade nochmal Karten spielen, wenn ich denn darf. Aber ich kann hier nicht landen. Willst du mich verarschen? Hallo? Dankeschön. So, geh nochmal rein. Wir müssen jetzt nämlich zu Selfies Freundin. Zu Selfies. Meine Stimme ist ein bisschen abgekackt. Denn sie hat eine einmalige Karte. Ja. Ich hätte vorher speichern sollen. Das wäre vielleicht ganz sinnvoll. Ja, komm, ich speichere eben ab. Auf jeden Fall sehr interessant, wie sich die Geschichte jetzt so langsam aufschließt. Das heißt, Hexe Edera, unser Feind, Staatsfeind Nummer 1 quasi, ist unsere ehemalige Erzieherin, unsere Mama. Und dass sich auch alle, die jetzt hier zufällig zusammengefunden haben, abgesehen von Renoir, okay, schon von früher kannten, finde ich auch äußerst interessant. Hier. Das müsste es gewesen sein, ja. Okay, gut, alles klar. So, und jetzt rein da! Problem ist nur, mein Bier ist gleich leer. Das macht mich ein bisschen traurig. So. Ich würde sagen, wir treffen uns bei Selfies Freundin wieder. Ich schneide das gerade mal. Na, wobei, bringt ja nichts. Wir sind ja eh jetzt direkt da, wenn wir jetzt noch am Brunnen chillt. Die 15 Sekunden könnt ihr auch abwarten. Also ich hoffe mal, dass sie jetzt überhaupt Karten mit mir spielen möchte. Ach, guck mal, hier ist jetzt richtig Leben auf der Straße. Selfie war hier, ich habe sie kurz gesprochen. Sie ist so energisch, sie strahlt wie die Sonne. Es liegt an ihrem Kleid. Nein, nicht du, nicht du! Ich wollte den Kerl ansprechen! So, am Tag des Raketenangriffs saß sie neben mir. Dadurch haben wir uns kennengelernt, jetzt sind wir immer zusammen. Was ist mit dir? Hallo? Um diese Straße zu reparieren, brauchen wir viele Werkzeuge. Ach ja, der Vater einer unserer Schulkameraden macht doch solche Arbeiten. Straßenarbeiten. Undankbare Arbeit. Also eine nützliche Arbeit auf jeden Fall, aber voll anstrengend, so mitten im Sommer bei 1000 Grad auf dem aufgeheizten Asphalt. Bitte eine Spende für unseren Trabia Garten. Darf ich spenden? Krieg ich was dafür? Willst du nicht beim Wiederaufbau des ruinierten Trabia Garten mitmachen? Willst du nicht an der Wiedergeburt der Freiheit mitwirken? Komm, eine kleine Spende. Ja gut, komm. Tja, das Leben ist hart. Die andere Hand fand ich auch gut. Wie viel habe ich jetzt gespendet? Ups, ihr seid doch nicht aus Trabia, oder? Von Fremden nehmen wir kein Geld. Ist ja wirklich nett, aber wir können es nicht annehmen. Dann halt nicht, mein Gott. Nochmal Blitzka, hey, hey. Brauchst gar nicht mehr herzustellen, ey. Toll. So, Fräulein. Wenn es leicht schneit, sprechen wir von einem Geschenk der Elfen. An so einem Tag passiert etwas Besonderes. Ich konnte Selfie wiedersehen. Hattest du auch ein schönes Erlebnis? Ja, danke schön. Du kennst doch sicherlich neue Regeln, oder? Wir können ja deine Ballamregeln hinzunehmen. Ein guter Tag, um Karten zu spielen. Klar. Okay, ich hab so eine Befürchtung, ne? Jo. Random Hand bedeutet, ich kann mir keine Karte auswählen, sondern es werden mir zufällig irgendwelche 5 Karten aus meinem Deck gegeben. Same und Plus. Same ist ja schon bekannt. Plus hingegen habe ich euch versucht zu erklären, bin aber kläglich gescheitert. Aber vielleicht werden wir es jetzt sehen. Und was habe ich für... Ja, ich glaube, meine Karten sind okay. Und sie hat... Ich will nicht anfangen. Ich will nicht anfangen. Okay. Ich habe keinen Plan, was ich machen soll. Oh, ich weiß es wirklich nicht. Okay, aber... Nein, Moment. Da dürfte mir nichts passieren.
Okay. Ich muss jetzt gerade wirklich ernsthaft nachdenken. Das ist schlimm. Sophie! Ich muss irgendwie die Karte kriegen. Okay, scheiße. Fuck. Aber da dürfte mir eigentlich nichts passieren, wenn ich den jetzt hier hinsetze. Oder? Ne, okay. Oh, 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 er will Save machen. Er will Plus machen. Und zwar könnt ihr jetzt sehen, ihr seht links die Karte Kralle, Triple Visage. Der oben 3 hat und bei den anderen 3 5. Würde der den jetzt quasi hier hinsetzen, da wo mein Finger jetzt ist, würde seine linke 5 auf die 6 des Angel treffen und seine untere 5 auf die 6 des Bühl. Die beiden Sachen addiert man dann, also 5 plus 6 sind 11 und hier sind 5 plus 6 sind auch 11. Könnte auch hier 4 sein, wenn der da 7 hätte. Es kommt nur darauf an, dass es zusammen 11 ergibt. Ja, und wenn das der Fall ist,